Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Und heute haben wir Path to Glory Team 2 Leaks. Da werde ich euch jetzt einmal zeigen, welche Spieler ihr morgen in den Packs ab 19 Uhr erwarten könnt. Diese wunderschönen Karten, die ich sowieso nicht gezogen habe, bis dato zumindest, gehen morgen raus aus den Packs. Und ich würde sagen, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir starten direkt rein, Freunde. Und zwar bekommen wir als Star-Karte, ihr seht es schon, keine Icons und Heroes jetzt, sondern normale Spieler, sage ich mal. Cristiano Ronaldo kommt, 97er. Dann haben wir aber noch eine andere 97 mit Antoine Griezmann. Hier sind logischerweise nur noch Karten drin von Ländern, die auch noch bis jetzt dabei sind. Das würde keinen Sinn machen, wenn andere Karten dabei sind, weil die sich ja sowieso dann nicht mehr upgraden können. Ihr seht die Karten von Türkei bis Deutschland mit Havertz und Sané, ein Thuram, der hier halb verdeckt ist und meine Cam es nicht ganz reinkriegt. Akanji ist dabei, Kamavinga, De Ligt, Diogo Jota, Matheus Nunes, Stones ist dabei, Watkins ist dabei, Navas, Ferran Torres, Vekos, Zakaria, Foden, nein, nicht Foden, Fofana, sorry, und Gallagher, wenn man den so ungefähr ausspricht. Sind geile Karten dabei mit viel Potenzial, finde ich. Ist jetzt kein 11 von 10 Team wie das mit den Icons jetzt so. Das war, glaube ich, eine einmalige Sache. Und wird jetzt auch nicht jede Woche kommen, ist ja normal. Aber wir bekommen auch noch ein Copa America Team. Und hier haben wir natürlich auch nur noch Länder, also Nationen, die noch dabei sind. Und angefangen mit leider keinem Messi. Ich dachte, Ronaldo und Messi werden sich wieder so ein Event teilen. Leider nicht. Wir bekommen aber Martinez Innenverteidiger. Dann bekommen wir Gonzalez von Argentinien als rechte Flügel. Ich muss sagen, Argentinien ist ganz klar der Favorit. Bedeutet, ich denke mal, hier können wir die meisten Upgrades erwarten. Sie spielen jetzt gegen Ecuador. Und wenn sie das gewinnen gegen Venezuela oder USA oder so, oder Kanada, richtig, sowas. Also Argentinien hat wirklich keinen schwierigen Weg, muss man sagen, bis ins Finale. Und hier können wir auf jeden Fall, wie gesagt, wenn sie es schaffen, auch Lo Celso ist ja auch noch hier, was meine Cam so halb wieder verdeckt, wo wir geile Upgrades erwarten können. Auch Uruguay ist ein Top, eine Top-Nation, die ist ja, sage ich mal, sehr gut drauf. Hier bekommen wir Pelestri einmal und ein Jiménez noch mehr. Ja, ich sehe gerade nichts, ne, okay. Aber ihr seht es auch Brasilien haben wir Wendell, da bin ich gespannt. Und Douglas Luiz, der jetzt auch zu Juventus gewechselt ist. Also sind schon einzelne coole Karten dabei, aber Brasilien spielt halt jetzt gegen Uruguay. Das ist schon so gefühlt das Halbfinale. Also ich glaube mal, wer auf der Seite jetzt gewinnt, wird dann am Ende ins Finale gegen Argentinien eintreten, wenn da keine Überraschung passiert. Das kurz dazu. Ansonsten würde ich sagen, ich finde die beiden Teams, die morgen kommen, cool. Aber kommen natürlich nicht an die Karten hier ran, die wir hier einmal sehen. Deswegen werde ich heute nochmal alle Packs mitnehmen, die ich habe, von Elite Rewards bis alle SBCs, die rausgekommen sind, und mein Glück versuchen. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt rein und versuchen nochmal eine dicke Karte zu packen. Kommen wir zu meinen Rivals Rewards. Wie eben erwähnt, werden wir jetzt nochmal alles geben, um irgendeine dicke Icon hoffentlich ziehen zu können. Ich muss aber vorab sagen, Freunde, ich habe keine Coins mehr. 30.000 Coins ist alles, was ich habe. Deswegen gehen wir hier mit Option 3, wo wir 45.000 Coins zurückbekommen. Und ja, let's go. Okay, ein paar Packs haben wir. Ich würde sagen, hiermit fangen wir an. 1 von 5. Ganz schnell, Freunde. Machen wir ein ganz schnelles Stat Reveal. So, Bildschirm aus. Stück drauf. Ich skippe es. Ah, den ersten haben wir schon gesehen. Okay. Dann Spieler Nummer 1. So rum. Also sozusagen Nummer 2, ne? Ja, okay. Müll. Zweite Karte Torwart, dritte Karte, keine Ahnung, Harry Kane, krasses Rating. Und die letzte Karte, weil den einen haben wir ja schon gesehen, ist Timber. Okay, aber ja, ganz klar Harry Kane. Und das erste Mal, dass die Rivals Rewards einen guten Spieler gönnen. 300.000 Coins ist ja mehr oder weniger noch wert. Nehmen wir auf jeden Fall mit, werde ich vielleicht mal einwechseln, müssen wir dann schauen. Ansonsten haben wir 12 Packs. EA Sports, come on, jetzt mal gönnen. Ich habe noch nichts Richtiges gezogen, das haben wir ja auch noch, stimmt. So, let's go. Das sind apropos Elite Rewards, ne? Das habe ich gerade nicht erwähnt, aber ich glaube, das wissen die meisten von euch. Hier haben wir leider keine Special Karte aus diesem 5x83 Plus Europa Pack. Dann nochmal so ein Copa America Pack. Davon haben wir viele von diesen Copa America und Europa Packs. Deswegen, wenn da nichts kommt, Freunde, machen wir immer einen schnellen Skipper. Hier haben wir Lautaro drin und noch eine andere Warcode-Karte, die ich jetzt nicht gesehen habe, wie sie heißt. So, dann 100k Pack. Auch nichts. Schade. Okay, ist krass. Europa-Pack Nummer 2, glaube ich. Leider wieder nichts drin. Frankreich. ZDM. Ah, nicht mal N'Golo Kanté ist krass. Nächstes Copa-America-Pack. Ey! Ein bitte. Einen. Auch, also er muss ja nicht mal gut sein. Einfach, dass ich ein bisschen Rating habe. Nächstes Europa-Pack. Ich stehe auf. Yay.
EA, also was denn? Was denn los? Okay, einfach weitermachen. Copa America Pack. Also wofür sind die überhaupt da? Krass. Einfach Chance gleich 0. Alisson, okay, immerhin. Sowas öfter, da bin ich sogar zufrieden. Dann das letzte 5x83 Plus Pack zum Glück. Ich hatte, ihr müsst denken, 8 Stück. 4 Europa Packs und 4 Copa America Packs. Keine einzige Icon oder Hero Karte. Dann haben wir jetzt noch das 5x85 Plus Pack. Auch nichts. Also krass, gerade ist sehr, sehr krass. Das ist, glaube ich, immerhin Kimmich. Ja, okay. Wenn ich mich nicht täusche, Kimmich. Und dahinter haben wir Bernardo Silva. Ja, so Rating stabil. Also hier warte ich auch gar nicht Hero oder Icon, solange man hier ein bisschen was packt. Und jetzt haben wir nochmal das 3er-Tots-Pack. So, ja. Und dann haben wir noch die ganzen SBCs, die rausgekommen sind. 3er-Tots-Pack. Ohne Ligen bezogen. Bedeutet, hier kann wirklich alles bei rumkommen. Wir bekommen Carvajal. Hier habe ich leider schon die 97er WM-Karte, deswegen ist es hier nur Futter. Und vielleicht dahinter Ronaldo, Mbappé, Messi. Keine Ahnung, wer du bist. Pellegrini. Ja, okay, habe ich halt 3 Tots-Karten wieder zum Abgeben, Freunde. Hier warte ich halt auch nichts. Dann kam mir gestern noch Legenden des Spiels Team 2 Upgrade Pack raus. Einmal, also man kann es leider nur einmal öffnen. Aber hier haben wir das. Warum es auch immer hier auf Englisch steht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Team 2 Spieler, come on. Gönn Hacki, ey. Ist es ein Icon? Ist ein Icon. Das ist aber, das erkennt man ja direkt wegen Mexiko. Das ist Hernandez, oder? Den habe ich schon. Zumindest, nee, Sanchez, okay. Hernandez war ja im Team 1 dann so rum. Bei Hernandez habe ich auch letztes Mal gezogen. Aber Rating ist jetzt nicht so hoch vom 93er. Mexiko ist auch, glaube ich, rausgeflogen, stark. Und kostet auch nur 40.000, 50.000. What the fuck? Hä? Chat, jetzt mal Retalk, okay? Kurz Spaß zur Seite. Der kostet 40, 50k. 93er Karte ist okay. Playstyle ist okay. Aber der hat 5 Sterne Skills. 96 Tempo, 95 Schießen, 95 Dribbling. Kann man locker spielen. Also ich brauche den jetzt nicht im Main-Team. Ich habe bessere Spieler, aber ich meine nur, 50k ist nicht berechtigt. Der hätte auf jeden Fall teurer sein können. Ich habe es aber gesagt, wir wollen nochmal richtig Gas geben und probieren, eine Karte zu packen. Deswegen 5x85 Nummer 2. Ey, einfach gar nichts. Also Pack-Rates einen Tag bevor die rausgehen, komplett runtergesetzt worden. Und das letzte 5x85er. Okay, Duplikat abgeben. Geht schnell, so. Und jetzt ganz schnell, bitte jetzt einmal gönnen. Außer aus dem Garantierten hat mir einfach keine einzige. Krass. Krass, krass, krass. Also ihr habt gesehen, was ich alles gezogen habe. Komplette Elite Rewards, Freunde. Alle SBCs mitgenommen. Und da kommt einfach gar kein einziger. Okay, das ist ein gutes Pack. Hansen, Ronny nochmal. Die 85 Plus Picks, die komplett runtergepatcht werden, probieren wir natürlich auch aus, Freunde. Machen wir so ein Seeding und wenn eine Icon oder Hero da ist, können wir gerne Stat Reveal machen. Gold. Gold und Gold. Keine Dings, Hero oder Icon. Nächster Player Pick. Zeig mal jetzt her. Gold. Bitte einmal. Wieder Gold und wieder Gold. Oh Mann. Also keine einzige Hero oder Icon bis jetzt gezogen. Letzter Player Pick, Freunde. Öffnen wir einfach nochmal. Ohne Filme. Und da kommt ja sowieso nichts bei rum. Ich gebe noch nicht auf, Freunde. 20, 81 plus Picks vorbereitet. Und diese werden wir jetzt hier einmal zusammen öffnen. Come on. Ich nehme noch gleich nochmal den 19 Uhr Content mit in 9 Minuten. Da werden wir auch nochmal reingehen. Ich will nochmal was Dickes packen. Also wirklich, gib mir irgendwas, aber, also ich rede gar nicht von diesen Top-Top, ne, Freunde, so die, denke ich mir, sind sowieso unziehbar, aber keine Ahnung, so eine mittlere Icon oder Hero-Karte wie so ein Marquisio, Tevez, hätte ich gerne mitgenommen. Ich habe viel gezogen über die Woche, leider kam kaum was bei rum. Was ist denn noch drin? Pirlo, 500k, gib mir ein Pirlo, ey, komm, ein Pirlo, alle anderen sind zu teuer, die kann ich nicht erwarten. Aber wer weiß, kommt Toni Kroos. So, yay, Sports. Ist das schlecht? Ich skip mal die nächsten 4. Skipper. Okay, nochmal ein Toni. Mitnehmen. Dann Skipper. Okay, schlecht. Skipper. Skibidi, skip, Skipper. Nehme ich jetzt 82er mit. Wir machen nochmal weiter. Bringt eh alles nichts. Also, ich kann probieren, was ich will, ne? Außer, also mehr als ein 86er haben die Picks keinen Bock. Also wie viel 86er haben wir jetzt gezogen? 4 Stück schon? Krank. Komm schon. Ihr könnt noch... Gönn ihr, ey! Zambrotta! Der ist schön! Wie viel kostet er? Warte mal. Er kostet 180.000. Ich bin so im Geschäft, weil... Hört mir zu. Kommt jetzt ein bisschen abgehoben.
Aber, also ich bin so zufrieden. Ich habe Carvajal als Rechtsverteidiger. 97er Rating. Man denkt, Robby, das ist die beste Karte. Was willst du denn da spielen? Guck dir mal die Stats an. 96 Tempo, 97 Defending. Da gibt es nichts Besseres. Aber 1,73. Fuckt geistkrank ab. Immer die Flanken auf den zweiten Pfosten. Da steht der Carvajal und verliert das Kopfballduell. Das passiert leider zu oft. Dann so habe ich nur ausprobiert. Keine Sorge. Und die Icons auch in Division Rivals. Aber Zambrotta, wo bist du? Okay, muss ich gleich reinpacken. Aber Zambrotta will ich auf jeden Fall mitnehmen. Er ist auf jeden Fall auch ein Stück größer als 1,73, da bin ich mir sicher. Er ist, wie groß? Er hat sogar 5,5, 1,81. Und ich brauche mir keinen Cafu mitnehmen. Bedeutet, Zambrotta ist genauso ein Pulver, was ich wollte. Ich bin zufrieden, Freunde. Nicht zu viel wollen. Also wenn man noch nichts erwartet, kann man eh nicht enttäuscht werden. Aber Zambrotta ist wirklich ein Pull, den ich nicht erwartet hätte. Stark, sogar besser als Pirlo, bin ich ehrlich, für mich. Weil ich den viel mehr gebrauchen kann als ein Pirlo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir die letzten Picks weg. 19 Uhr Content nehmen wir natürlich trotzdem mit. Aber es ist in Ordnung, Freunde. Italien leider mit Zambrotta kann keine Upgrades mehr sammeln. Das soll ich euch erzählen. Letzter Player-Pick. Ja, ist in Ordnung. Der bekommt ja morgen eine Special-Karte. Naja, hier haben wir noch zwei, okay. Vorletzter Pick. Pellegrini nochmal. Und ein Skipper. Skipper. Okay, 84er Fabinho. 19 Uhr und die 5x85 Plus-Packs sind wieder da. Ob es positiv ist, sehen wir jetzt. Bei mir bringt das leider nichts. Ich sehe Leute auf Twitter, was die da alles packen aus den Dingern. Chat, wer hattet ihr die Woche mehr Glück als ich? Schreibt's mal rein. Ich habe eigentlich immer im Allgemeinen, im Gesamten, mehr oder weniger immer irgendwie doch Packluck, würde ich sagen. Also ich bin auch auf jeden Fall einer von denen, der etwas mehr Packluck hat. Aber diese Woche ist tote Hose bei mir. Okay, das nächste. Keine Ahnung. Dann nicht. Dann nicht. Brauche ich nicht. Ist gut. Wollte eh keinen haben. Alles gut. Okay, Freunde, ansonsten, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ihr habt es gesehen. Alles mitgenommen, was man irgendwie mitnehmen konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. 5x85 zum Abschluss. Bedeutet 6-mal in dem Video gezogen, keine einzige Icon oder Hero. Also was wollt ihr von mir? Da spam ich lieber diese 81 Plus Picks, habe ich mehr von. Aber okay. Okay, okay. Alles gut, ihr Sports. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und Peace. Like a neck brace, yeah. The jeweling up on my last watch, but until my next thing, yeah. Oh, real, tell him he pussy, he got a sex chain, yeah. Pints, I need drink, I need perks, I can't think. Used to be broke, made it work, living at work over the same.